Moin moin und hallo meine Freunde, weiter geht's mit Shantae and the Seven Sirens hier auf Gerste LP. In der vergangenen Folge haben wir die Rohrwurm-Sirene, ich glaube so hieß die junge Dame, besiegt und Zappel, ich muss mich dazu konditionieren, nicht immer Zappel zu sagen, befreit und damit unsere dritte Freundin neben Vera und ja, Twinkle, Blink, wie auch immer. Und diese junge Dame sagt uns irgendwas von einem Geisterschiff vor der Küste in der Nähe von Treetown. Ich vermute einfach mal, das wird unser Hinweis sein, wo wir als nächstes hinzugehen haben. Also gehen wir mal. Ich glaube, das müsste Treetown sein. Hoffe ich einfach mal. Gehen wir mal nach Treetown und schauen mal, was da so Phase ist. Und ja, ob es da dann auch wirklich weitergeht. Ansonsten war noch irgendwas mit ganz südöstlich auf dem Meeresboden irgendwas, was ich gehört habe. Was irgendjemand sagte. Aber wir schauen mal nach. Okay, hier kommen wir scheinbar nicht weiter. Achso, genau, wir können hier klettern. Ich würde alles für ein Stück Melba-Toast tun. Melba-Toast, ist das so wie Hawaii-Toast, bloß mit Pfirsich? Klingt erschreckend lecker. Das ist mein Kumpel. Ach genau, hier war das komische Spiel, aber irgendwie konnten wir hier nicht wirklich gewinnen. Denn es ging ja immer weiter. Du hast Zappel vor einer Rohrwurm-Sirene gerettet. Bitte behalte meine Auffrischungskräfte noch etwas länger. Nutze sie, um andere zu retten. Ja, das machen wir. Er ist auch ganz beschwingt. Vera hat mich mit diesem abscheulichen Monsterkarten auf den Geschmack gebracht. Ich habe eine hier. Was soll das sein? Eine Figur mit einem Käfer auf dem Rücken. Vielleicht eine Art Superheld? Keine Ahnung. Man soll sie tauschen, nicht wahr? Ich denke an 10 Nuggets dafür. Wie wäre es? Gibst du mir 10 Nuggets für diese seltsame Karte? Oh, wir hatten sogar schon 10? Okay, dafür sind die Nuggets. Also ich habe in der letzten Folge noch gefragt, wofür die sind. Ich verstehe diese Dinge nicht, aber viel Spaß. Okay, cool. Wo ist die denn? Ist das die? Das Hummermädchen. Erhalte reduzierte Preise in jedem Itemshop. Das, nachdem wir in der vergangenen Folge so viel Kohle ausgegeben haben. Okay. Naja. Macht ja nichts. Das macht doch nichts. Schwimme mit Supergeschwindigkeit. Okay, also wir haben hier einige neue auf jeden Fall wieder. Aber wo geht's denn hier jetzt weiter? Ah, okay. Jetzt haben wir keine Nuggets mehr. Wir hatten genau 10 oder was? Wenn du den Rankenstängel heilst, könnte etwas Schönes passieren. Ja, hab ich doch gemacht jetzt hier, oder nicht? Hä? Hä? Das geht doch so, oder nicht? Offensichtlich nicht. Gut, dann scheint es hier jetzt doch nicht weiterzugehen. Sondern irgendwo anders. Und wir müssen erstmal gucken. Aber das soll uns ja nicht aufhalten. Eventuell müssen wir gleich nur nochmal wieder in die Stadt zurück, um wieder. Na hier, nach Richtung. Nach Richtung Osten zu reisen.
Ja, nee, schwimmen können wir immer noch nicht. Ich würde fast mal behaupten, wir gehen einfach mal den Weg so lang. Ach! Okay, direkt wieder ein Nugget gewonnen. Weil vielleicht finden wir hier noch irgendwas Tolles, was wir vorher noch nicht konnten oder nicht gesehen haben. Hier ging es nach unten, richtig? Ja. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt hin. Obwohl wir da ganz unten links haben wir noch einen Weg nach links. Und da haben wir auch noch irgendwas nach unten, aber ich vermute, das war Wasser. Da geht's rechts noch weiter. Ich wollte gerade dahin zeigen, aber das seht ihr ja nicht. Unten rechts bei dem hellblauen, neben dem Teleport-Sternchen, geht's noch nach rechts weiter. Bei gelb geht's nach rechts weiter. Oben rechts geht's auch noch rechts nach unten weiter. Nach unten jeweils zweimal. Aber wir haben noch so viele Wege. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber da von Südosten gesprochen wurde, tendiere ich ja fast zu dem Blauen so ein bisschen, oder? Wir fangen von oben an. Ich werde jetzt einmal nochmal wieder in die Stadt gehen. Ja. Ja, jedes Mal. Jetzt brauchen wir dich nicht. Gab es hier was? Hier waren wir schon. So, ging es hier noch irgendwo weiter? Ich glaube fast nicht. Aber wir gucken trotzdem mal. Ja. Okay, da kommen wir aber nicht hoch. Da brauchen wir Strom für. Wie auch immer wir Strom machen. Infizieren sich ja die Jungs, meine Güte. Ah. Nein, falsch. Falscher Zauber. Und noch ein Nugget. So kommen wir also an die Nuggets ran, ja? Hier brauchen wir scheinbar auch irgendwie Strom. Gibt es nichts weiter? Okay. Tja, Jungs, zu schnell für euch, wa? Ich dachte gerade, ich könnte den Sandberg wegwedeln, aber das war bei Ori. Gut, dann gehen wir mal Richtung Südosten. Beziehungsweise erstmal nach Richtung Osten. Nach Richtung Osten, in Richtung Osten gehen wir jetzt. Einmal durchs Dorf durch und ja, mal gucken. Vielleicht geht es da dann ja weiter. Ich glaube auch, ich habe im letzten Dungeon noch irgendwas übersehen. Aber das müssen wir eventuell irgendwann später nochmal alles holen. Was war hier? Achso. Ja. Erstmal ganz nach Osten. Das war ein toller Tipp mit dem Geisterschiff, Truller. Das hat mir super weitergeholfen. Überhaupt nicht. Einmal nach Treetown gereist für nichts, für nada. Aber macht ja nichts. Wir haben immerhin zwei oder drei Nuggets gekriegt auf dem Weg, von daher passt das schon. Und
Und wir haben gelernt, dass wir für Nuggets jetzt scheinbar irgendwie ultra seltene Karten bekommen. Schon gewundert, wie viele Gegner noch auf uns warten, weil wir die sonst immer von den Gegnern bekommen. Ja, genau. So. Da ging es hier oben noch weiter. Freunde. Ja. Gut, dass ich hier nochmal nachschaue. Ui, wer bist du denn? Oha. Ein garstiger Geselle. Nein. Okay, hier geht's also noch nicht weiter. Hier geht's. Waren wir hier nicht schon? Das kommt mir so ultra bekannt vor irgendwie. Auf jeden Fall habe ich das blöde Gefühl, wir sollten uns merken, wo die ganzen Windmühlen sind. Ein Nugget! Haben wir jetzt nicht schon wieder 5? Könnte gut sein, oder? Nein, 4. Naja. Und wir werden uns in der Stadt nochmal schön einen neuen Herzcontainer abholen können. Dann hätten wir wieder ein Herzchen mehr gehabt. Aber was soll's. Das machen wir das nächste Mal, wenn wir in der Stadt sind, würde ich sagen. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Armor Town, stimmt, da ist Seppel hingegangen, richtig? Ja, die beste Verteidigung ist eine starke Offensive oder umgekehrt. Hä? Wer hat meine Branson-Puppe genommen? Sie ist sicher nicht von alleine weggelaufen. Nicht cool, Mann. Yo, magst du 4 Angebote? Wie wäre es mit 6 Nuggets für eine einzigartige Sirenenkarte? Für 6 Nuggets und die Karte. Nur 6 Nuggets und die Karte gehört dir. Ja, ich hab nicht genug. Schön, dich kennenzulernen, Kollegin. Ich bin ein Monsterkarte-Wiederverkäufer. All diese schmutzigen Karten, die noch übrig sind und deine Taschen füllen. Ich kaufe sie für bares Geld. Aber keine Sorge, du wirst immer noch alle nützlichen Karten für dich behalten. Ich werde deine Sammlung sogar kostenlos abschätzen. Los geht's! Basierend auf der aktuellen Menge und Seltenheit deiner zusätzlichen Karten, ich kann dir 520 Edelsteine geben? Okay, er sagt, ich behalte trotzdem alle, ne? Ach so, okay, hier brauchen wir 5 von 5, wenn wir mehr haben, können wir die verkaufen. Ach, das ist ja cool. Ja, nice. Ich habe anscheinend meine schroffe männliche Puppe verlegt. Wenn du sie siehst, bring sie bitte zurück. Nicht, dass ich sie überhaupt brauche. Unser Anführer, der Armor Baron, ist im Raum über uns. Ich möchte erstmal ganz gerne mit den ganzen Leuten schnacken, bevor ich in die Räume gehe. Im Laufe der Jahre habe ich viele Lüfterflügel hergestellt. Menschen reisen aus der Ferne an, um die großen Ventilatoren anzusehen, die ich überall auf dieser Insel gebaut habe. So viele Leute, dass ich mir meine eigene, persönliche Bewunderungstruppe erschaffen musste. Mitglieder der Bewunderungstruppe erhalten ein Echtheitszertifikat. Aha. Wie bist du denn? Rüstung ist im Kampf von entscheidender Bedeutung. Sie sollte einen Krieger von Kopf bis Fuß bedecken. Nur nicht die Arme. Oder Beine. Oder den Mittelteil. Idealerweise auch nicht das Gesicht. Knie oder Ellbogen. Ja, das sieht man bei dir, Mäuschen. Das ist ja hier Fashion Souls vom Feinsten. Armor Town ist berühmt für seine Rüstung. Es ist ein Dieb in unserer Mitte. Ich kann meine
sabberbefleckte Puppe nicht finden. Ich hatte sie vorhin noch. Wer außer mir möchte schon so ein altes, ekliges Ding? Ja, gute Frage. Gut, dann wollen wir erstmal einmal speichern, wenn wir schon mal hier sind. Und dann mal die ganzen anderen Räume einmal abchecken. So, neuen Raum freigeschaltet fürs Beamen. Ah, guck mal, Freunde. Da können wir doch direkt wieder 4 Herzen zu einem neuen Herz für uns machen. Sehr schön. Und ein neuer Herzbehälter. So langsam wird es doch. So, wo waren denn noch Räume? Hier ist der Shop. Gibt es hier denn was Neues? Oh, MP-Sparer. Oh. Woher kenne ich die Musik, Freunde? Kommt mir ultra bekannt vor. Aber bevor ich mir den MP-Sparer und das andere Gelöb besorge, würde ich ja fast mal behaupten, wir rüsten einmal die reduzierte Karten-Dingsbums da aus. Ach, guck mal an. Ja, cool. Da haben wir doch schon fast alles dann. Unbesiegbarkeit kann auch nicht schaden. So, dann nehmen wir die mal wieder weg. Was ist das? Kranker Silberfisch. Okay. Dann einmal hier kurz heilen. Oh, das ist eine andere Dame hier. Hallöchen. Ja, okay. Wo sind wir hier? Ach, guck mal an. Hey. Wir treffen uns wieder. Oh. Seppel. Ich habe nachgesehen. Sowohl Plink als auch Vera haben ihre Fähigkeit mit dir geteilt. Es ist wahr. Wegen ihrer Kräfte konnte ich dich finden. Du hast sie gerettet. Sie fühlen sich wahrscheinlich verpflichtet, dir ihre Kraft zu geben. Ich fühle mich da nicht verpflichtet. Nein, das ist nicht... Aber ich bin bereit, Vera und Plink zu vertrauen. Bring mir einen Fusionsstein und ich teile auch meine Magie mit dir. Dann werde ich diese Heldentaten selbst sehen. Okay, wir brauchen also mal wieder einen Fusionsstein, den es von irgendwo gibt. Dann wollen wir mal gucken, was hier der Chef von Armor Town zu sagen hat. Ich grüße dich. Ich heiße Armor Baron. Und Verteidigung ist meine Stärke. Armor Baron? Du bist nicht zufällig mit dem Armor Baron zu Hause verwandt, oder? Kannst du das glauben? Armor Baron hat einen Bruder. Und er ist echt gut aussehend. Sky, du bist also endlich von deinem Hinterteil hochgekommen. Du hast gesagt, nichts könnte dich dazu bringen, den Pool zu verlassen. Du. Dein Onkel ist krank vor Sorge. Er sagt, du wärst in die Stadt gefallen und etwas über Sirenen und Risky Boots. Warum hast du mir das alles nicht vorher erzählt? Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich alles fallen lassen und wäre zu deiner Hilfe gekommen. Wenn man bedenkt, ich hätte diesen wilden Hengst vor 2 Kapiteln treffen können. Ist er wirklich Ammo Barons Bruder? Ja, oder? Er ist der wohl gut aus. Er ist wohl der Gutaussehende der Familie, oder? Jetzt vertraue ich ihm wirklich nicht. Unsinn. Es besteht kein Grund zur Sorge, das versichere ich dir. Ich bin nicht der kriegerische, brüllende Trottel, der mein lieber Bruder ist. Obwohl ich ihn liebe, belasten seine Tätigkeiten schwer mein Herz. Du meinst, du bist ein guter Kerl? Hör zu, Freundin. Darf ich dich Freundin nennen? Ich verstehe deine Bedenken, aber bitte, halte das harte Urteil zurück, das mein Namensvetter mit Sicherheit verdient hat. Gib mir die Gelegenheit, meine reinen Absichten zu demonstrieren. Schließlich
wäre das eine reife Entscheidung. Gott. Hat jemand Schwärmen gesagt? Deine reizende Freundin, Sky, hat mir einen Vorschlag gemacht. Sie schlug vor, dass ich mein Handwerk, mein Wissen über Verteidigung nutze, um die ultimative Halbdschinn-Rüstung zu erschaffen, um dich vor Schaden zu schützen. Wow. Halbdschinn-Rüstung? Es wird die beste Rüstung sein, die meine Stadt jemals geschmiedet hat. Und wir haben viele Rüstungen geschmiedet, für viele Jahre. Die Schaffung von dauerhaften, eleganten, gemütlichen und robusten Rüstungen war das gemeinsame Ziel im Leben eines jeden Bürgers von Armor Town. Wir sind in der Schmiede des Lebens geschmiedet. Gott, und so schmieden wir jeden Tag voran. Das ist viel Schmieden. Aber wir können diese Aufgabe nicht alleine bewältigen. Um die ultimative, extreme Halbdschinn-Rüstung zu schmieden, benötigen wir 3 Erzstücke. Diese Stücke werden durch die unerbittliche Hitze der weißen Sanddünen auf dieser Insel abgebildet. Bringe mir 3 Erzstücke und ich werde dir die ultimative, extreme, kräfteverleihende Halbdschinn-Rüstung schmieden. Das würdest du für mich tun? Natürlich. Betrachte es als eine Geste des guten Willens. Meine Art, mich im Namen meines lieben, fehlgeleiteten Bruders zu entschuldigen. Wow, danke, armer Baron. Oh, noch eine Sache. Bitte nimm das. Ich habe ein Codebuch. Was ist das? Ein Geschenk für den Bürgermeister von Arena Town. Das Codebuch ist ziemlich alt. Ich glaube, es enthält Sicherheitscodes zur Verteidigung der versunkenen Stadt. Mit etwas Glück kann er diese bösen Sirenen für immer abschotten, wenn es dir nichts ausmacht, es auszuliefern. Du findest den Bürgermeister wieder in Arena Town. Nun klar doch. Du kannst auf mich zählen. Don't forget. Und vergiss nicht diese 3 Erzstücke. Oh, Freunde. Uiuiuiui. Ganz, ganz schwerer Tobak. Heidewitzka. Ja, was wollen wir machen? Wollen wir jetzt nochmal schnell nach Arena Town gehen? Ja, komm, was soll's. Wir gehen nochmal flott zu Arena Town weg und geben das Codebuch mal dem Bürgermeister. Mal gucken, was der damit anfangen kann. Und dann werden wir wohl hier weitermachen müssen und gucken, dass wir diese 3 Erdstücke irgendwie kriegen. Ich vermute, hat er nicht irgendwas von Sandhaufen und verbuddelt gesagt? Vielleicht diese Sandhaufen neben den Windmühlen. Das würde mir jetzt spontan einfallen. Aber dafür müssen wir ja immer noch... das ist schlecht. Ich muss irgendwie mit dem Festland Kontakt aufnehmen. Bürgermeister? Alles okay? Gut, gut. Alles unter Kontrolle. Oh, hast du was für mich? Die Codes. Unsere Nachbarn in Armor Town haben darüber gesprochen. Endlich gute Neuigkeiten. Die versunkene Stadt ist ein komplexes Bauwerk, von dem ein Großteil abgeriegelt ist. Ich hoffe, dass ich mit meinem besseren Verständnis der Entstehung der Stadt den Vormarsch dieser Kreaturen blockieren kann. Was? Sie wussten, dass unter dieser Insel Kreaturen lauern? Und sie haben hier dennoch Arena Town gebaut? Die Stadt war schon da. Ich kaufte sie in der Hoffnung, das ultimative Urlaubsziel zu schaffen. Die Kosten waren niedrig und sie wollten unbedingt verkaufen. Ich hatte die Insel sogar umbenannt. Schließlich, niemand würde seinen Urlaub auf der Sireneninsel verbringen wollen. Siren Island? Aha, Sireneninsel. Ich hatte die Gerüchte gehört, aber ich habe sie nicht geglaubt. Meine Güte, ich war so ein Idiot. Bürgermeister, ich weiß, ich sollte keinen Ärger machen, aber ich ging dort hinunter, in die versunkene Stadt unter der Insel. Ach ja? Ich war diejenige, die Plink und Vera befreit hat, und Zappel auch. Aber wie konntest du das schaffen? Die anderen Halbdschins haben Fusionssteine benutzt, um ihre Magie mit mir zu teilen. Fusionssteine, sehr clever. Und die anderen beiden magischen Mädchen sind immer noch da unten? Nicht mehr für lange. Junge Dame, ich schulde dir eine Entschuldigung. Ich habe deine Fähigkeiten unterschätzt, weil du die Jüngste warst. Bitte, tue, was nötig ist, um diese Mädchen zu finden und diese Sirenen aufzuhalten. Ich werde tun, was ich vor langer Zeit hätte tun sollen. Die Insel für die Evakuierung vorbereiten. Oh, was ist das auf dem Boden? Melba-Toast! Guckt mal an. Wer dies fallen ließ, muss schrecklich hungrig sein. Ja gut,
Nützt ja alles nichts. Wir müssen dann jetzt unserem Kumpel nochmal den Melbatrus vorbeibringen. Das ist nun mal so. Da beißt die Maus jetzt kein Faden von ab. Auch wenn die Folge schon wieder ein bisschen länger ist, als ich es eigentlich geplant hatte. Aber wir wollen ihn ja nicht hungrig ins Wochenende gehen lassen. Ins Wochenende gehen lassen? Ich weiß gar nicht, ob ihr die kurz vom Wochenende seht, die Folge. Und da es ja eh VOD ist. Banane. Moment, ist das Melbatoast in deinem Inventar? Kann ich es haben? Das ist es. Salziger Toast mit einer mächtigen Knusprigkeit. Mampf, Mampf, Mampf. Ah, das war wie ein Urlaub für meinen Mund. Im Ernst, ich könnte jetzt nach Hause gehen. Hier, du kannst diese ekelhaften Chips haben. Wirf sie in den Müll, füttere sie den Vögel von Sky. Das interessiert mich nicht. Bodo, das sind keine Snacks. Das ist eine Tüte mit Muttern. Wie in Muttern und Schrauben. Ich schmecke immer noch Ranch. Ranch? Ranch? Wie in Pferde und Kühe. Okay. Muttern und Schrauben? Wo war denn die defekte Windmühle? War die hier gleich draußen? Wie viele Windmühlen gab es überhaupt? Ich weiß es gar nicht mehr. 3, 4? Hier. Ja. Hm. Ja. Nee, hier nicht. So, wir gehen jetzt nochmal den Weg nach Arena Town in der Hoffnung, dass wir hier irgendwo die kaputte Windmühle hatten. Wenn ich da gerade gar nicht mehr dran glaube. Mann. Nee, hier gab's sie nicht. Wenn ich doch nur ein besseres Gedächtnis hätte, meine Herren. Ich wäre nur froh, dass diese Spiele mittlerweile schon Minimaps haben. Das wäre ich ja richtig hoffnungslos aufgeschmissen. Oder war die hier drüben? Komm, die paar Minuten haben wir auch noch Zeit, Freunde. Was die? Nee, es war nur kein Strom. Okay, da ist eine, das merken wir uns. Hier war keine. Okay, wo sind wir jetzt hier? Da ist eine. Das ist aber offensichtlich nicht die kaputte. Wir sind von da ganz links gekommen. Dann werden wir uns jetzt nochmal auf den Weg nach Arena Town machen. Denn ich glaube, ach Quatsch, Arena Town, Armor Town. Und dem Herrn nochmal Bescheid sagen. Mensch, hier, wir haben das Buch abgegeben. Stadt wird evakuiert. Bin ich mal gespannt, ob uns das was bringt. Und da werden wir uns vielleicht nochmal merken können, wo die anderen Windmühlen sind. Also ich weiß, dass wir die schon gesehen haben, die Windmühle, wo sie sagte, ah, die scheint kaputt zu sein. Da hat sie nichts von Strom gesagt. Vielleicht funktioniert die dann ja so. Ich weiß es aber nicht. Jetzt sind wir hier. So lange kann ich nicht sagen, oder?
Ach, schnell einmal was futtern hier. Was ist die? Nee, kein Strom. Okay, aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Gewissheit, dass zwei von den Dingern auf der Oberwelt, sag ich, nenne ich das jetzt einfach mal, sind. Dann können wir hier nochmal einmal nach unten. Gasti der Geselle. So, dann nutzen wir doch hier gleich nochmal die Möglichkeit und holen uns nochmal einen schicken Nugget ab. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir denn jetzt schon wieder? 5. Scheint es nichts weiter zu geben. Okay, sind wir immer noch bei nur zwei Windmühlen. Macht mir ein bisschen Sorgen. Kade. Okay, einmal hier unten lang gucken. Ah, 3 Windmühlen. Ach, guckt mal an. So, so gut wie neu. Jetzt braucht es nur noch etwas Strom. Okay. Auf jeden Fall haben wir da jetzt 3 Windmühlen. Das waren ja auch nur 3 Erze, die er haben wollte. Oder täusche ich mich? Ja, komm. Lass mich halt hier einmal durch. Ne, das funktioniert nicht, okay. Nein, brauchst du nicht. Gut. Ja, dann werden wir jetzt nochmal nach Arena Town gehen. Nachdem ich nochmal hier so ein schönes Lachsei schnabuliert habe. Und wenn es wirklich nur 3 waren, dann habe ich jetzt so einigermaßen auf dem Schirm, wo die liegen. Wo die sind. Aber vielleicht hat der nette Herr ja auch noch irgendwas zu sagen. So, genau, von da kamen wir. Das habe ich schon probiert, glaube ich. Ah. 4. Doch 4. 1 Chlor. So, nochmal fix zum... Oh Gott. Wir sind schon weit über der Zeit, Freunde. Es tut mir leid. Ich hoffe, euch stört das nicht großartig. Aber das mussten wir jetzt nochmal schnell, die ganzen Tauschaufgaben... so ein bisschen erledigen. Dann werde ich jetzt auch das Spiel beenden, beziehungsweise das Spiel speichern und die Aufnahme beenden. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt, wenn ihr denn so lange durchgehalten habt. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt, und schreibt in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt. Und wenn euch irgendetwas auffällt oder euch irgendwas nicht gefällt, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Ich bin jederzeit für Kritik zu haben. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet hier auf Gäste-LP. Bis dahin!